Und irgendwie wieder ins Spiel rein. So. Da fliegt was. Da fliegt noch was. So. Was hatten wir noch aus Sicht, das hier? Sieht aus, als würde Moissac etwas in die Hand der Statue legen. Wie wäre es mit einem Becher Met? Statue oder nicht, jeder hat mal Durst. Scheint zu passen. Wer hätte das gedacht? Moissac liebt Späße auf Kosten anderer. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir die Maske hier finden. Aber nur den leisen. Sieh dir das an. Eine detaillierte Karte der Nordreiche. Sie zeigt sogar die Einflussgebiete im Lauf der Jahrhunderte. Jetzt schon veraltet. Geralt, komm her. Ich habe die Maske gefunden. Echt? Wo ist sie hin? Ich gucke mir gleich an. Ein Kinderschädel. Moissacs Stab. Er gehört zu den Ach, da wenigen hinten. Droiden, die einen benutzen. Geheimgang. Typisch. Tannenzapfen? Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig und weiblich. Kann ein Tannenzapfen weiblich sein? Endlich. Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Vielleicht nicht unbedingt deswegen, aber... Geralt, hast du das gehört? Gerochen. Gas, das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus. Schnell. Was immer dir einfällt. Ich habe schon vergessen. Wir kommen auf jeden Fall zurück. Halt dich an mir fest. Ja, ich bin jetzt hier gerade tatsächlich das erste Mal. Und nicht gerade begeistert davon, was Yennefer hier schon wieder abzieht. Das haben wir schon begutachtet. Sehr unauffällig. Sehr unauffällig. Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ach du grüne Nonne. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Skelliges Thron zu besteigen.
Ja, so ein bisschen was von der Guillotine hat's echt. Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Möge der Beste oder die Beste gewinnen. Ich glaube, ich möchte die Meisten bauen. Das weiß ich nicht. Ich meine, die klingt anders, aber sicher sagen kann ich es nicht. Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker Rock wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie eine mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Geralt. Ich bin kein Fan von Yennefer. Ziri langsam zu einer Frau heranwuchs. Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie waren. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Wir brauchen deine Hilfe. Ciri ist vermutlich hierher nach Skellige gekommen. Und hat wahrscheinlich den Kataklysmus an der Küste verursacht, auf den die Droiden sich jetzt so konzentrieren. Moissac lässt uns den Schauplatz nicht erkunden. Vor allem mich nicht. Wir haben gekämpft. Wir sind keine Freunde mehr. Mach dir um ihn keine Sorgen. Droiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ja, hätte auch gepasst. Ich nehme an, er aber weiß so ist nicht, er eigentlich auch dass ihr Ziel ist okay. Sucht. Das geht ihn nichts an. Besser als so eine Piepsige. Hab ich mir gedacht. Wie manch andere hier. Jedenfalls ist Arzt. Wo einige ältere Charaktere meine zu erforschen, wie eine sehr jugendliche Stimme haben. Genauso wie bei den Frauen. Da passt das nun wirklich überhaupt gar nicht. Hier, ja, doch. Das kann man schon machen. Besser geht zwar immer. Omega hätte eher zum Charakter vielleicht gepasst, ja, aber. Es passt. Ich frage mich, ob ich mit Moissac reden sollte. Überlasst das mir. Geht ihr nach eurer Cirilla suchen. Wenn ihr etwas zugestoßen wäre, hier auf Arz Kellig, unter meiner Aufsicht, dann würde ich mir das nie verzeihen. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Riesen? Die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Arz Kellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt.
Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass sie meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die: Ich traue Udalrik nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Und das wäre bei mir ja nicht weit. Wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Ich nehme an, Ceres will den... Entschuldigung. Einmal verklickt. Ich frage mich... Ich habe 3 mit 4 vertauscht. Hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher einen Nilfgaarder auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Gar nicht mal verkehrt. Ich glaube, den mag ich. Also, vom Charakter her. Werde ich Ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Artskellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Fest, Krach. Wir sehen uns später. Nee. Ich muss tatsächlich gestehen, ich bin eher Fraktion Triss, auch vom Aussehen her. Also Yennefer sieht gut aus, ja. Mein Gott. Kann ich nicht abstreiten. Mein Typ Frau ist sie nicht. Ich werde mit ihr einfach nicht warm. Vielleicht muss ich erst die Bücher lesen. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es einfach. So. Ach du grüne Nonne. Kann ich diese ganzen Quint-Sachen nicht einfach so... Oh Mann! Ach stimmt, das hätten wir auch noch machen können. Boah, ich will kein Gwent spielen. Ich hasse Gwent. Ich will das nicht tun. Okay. Also, wo müssen wir ganz hin? Ach du Heilig. Aber komplett auf die andere Seite. Gut. Ja, ich glaube, das geht einigen so. Das, diese Tischmesser taugen höchstens zum Zahnzufrieden mit dir. Das Aussehen kann oft trügen. Ein Mensch kann noch so schön sein, wenn der Charakter einfach daneben ist, dann bringt uns das beste Aussehen nichts. Das
ist eine Verzierung. Ich habe sie. Müssen die Schwerter geschärft, schmelzt die Klinge ein und. Sei gegrüßt, weißer Wolf. Ich dachte mir, dass du kommen würdest. Echt? Ach was, ich wusste es. Ach ja? Hier in der Festung Kertholde findet man die bestsortierte Waffenkammer von Skellige. Jeder weiß das. Das sehe ich mir gern selbst an. Nimm dir Zeit. Sieh dich gründlich um. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ja, gut. Sortiert ist es. Kann ich schon mal recht geben. Geht auch anders, nehme ich mir. Also, Frischus, bei dir ist das ja nun mal jetzt was komplett anderes, ne? Also. Das. Nein, einfach nur nein. Unglaublich. Der Tester für mich die Pfote. So. Ich habe dich räuspern hören. Sag mal. Ich komm da gleich hoch, ne? Weißt du, mir fehlt so der Besen, womit ich einmal hier so hochhauen kann. So. Das stimmt ja. Wir müssen ja sowieso. Ja, dann müsste ich erstmal noch in die Garage laufen. Um dir ein Bier zu bringen. Das war ja mal ein weiter Umweg. Müssen wir wieder die Decke gestrichen werden. Ja, stimmt. Ah, nee. Nee. Da habe ich einige Stunden Arbeit drin gehabt, diese Decke zu streichen. Nein, danke. Nee, dann doch lieber nicht. Da verzichte ich lieber drauf. Ich möchte nicht nochmal streichen. So. Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Stimmt, du nur reingezogen, ich nur gestrichen. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Also, das sind meine Schwerter. Kann man das nicht besser sortieren nach schwerer und leichter Rüstung? Schwere Rüstung, nur plus 3. Mittlere Rüstung, plus 9. Zeig mal, Trockenbauch, ich will es euch gerade bestellen. Ja, wenn du denn dabei bist, dann kannst du auch die Sachen, die dich gestört haben, ausbessern. Mir macht das zwar nichts, aber dann kannst du gleich deine Sachen ausbessern, die du eigentlich nur machen wolltest. Also ich bin zufrieden. Ich meine, wenn ich dann selber ein Loch reinmache, dann ist es ja meine Schuld. Ist ja eigentlich ich das mache, ne? Wird dich so schnell müde. Kapazität. Ach du grüne Nonne, was haben wir denn alles für Plötze? Ja gut, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das weiß ich nicht. Wiedersehen. So. Chance auf Verbrennen.
Nee, das macht auf dem anderen eher Sinn. So. Wo war nochmal? Hier ist das für Plätze. Panik. 2020, ja gut. Das juckt jetzt nicht so sonderlich. Nee, okay. Da bist du ja wieder. Ja, ich weiß, da bin ich wieder. Ich würde mir gerne dein Angebot. So. Scheuklappen. Aber eigentlich bräuchten wir das ja nicht. Noch nicht. Reparieren. Ja. Ich suche jemanden, der mir eine Brustplatte in Meisterqualität anfertigen kann. Ich kenne keinen Meister, der kein Zwerg ist. Fergus vielleicht? Der sitzt irgendwo in Velen, so viel man weiß. Würdest du mir etwas anfertigen? Okay. Ich muss da aber hier ganz kurz alles kleiner machen. Okay. Da ist jetzt nichts bei. Das ist ja super toll, Vera. Okay. Reifenhose. Einmal noch einen hoch. Bon. Reifenhandschuhe. Ah, okay. Gut. Wiedersehen. Dann mal zusehen, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. Möge deine Hausnummer zerbrechen. Achso, und wir haben hier noch unser Ding ist hier hoch. Nein. Charakter. Stufe 20. Sofort Adrenalin, die Punkte verbraucht, um die Vitalität zu regenerieren. Was ist das? Werde ich das einmal verbessern? Diese Tischmesser taugen höchstens zum Zahnreinigen. Und mal sehen, wo wir jetzt hier rauskommen. Das war mir auf jeden Fall erstmal genug Stadt. Hier. Los, ja. Lauf! Und einmal auf dem Weg, Leute. Hol Karacho in die Wildnis. Seite an Seite mit einem Exit. Warum bist du hier schon wieder? Bist du blind? Ja, die Frage stelle ich mir auch gerade.
Das war mein Schritt. Nee, ich hab heute keine Lust zu sterben. Oha, bitte. Ja, ist schon schön hier, ne? Und man kann sich nicht beklagen. Hier lang. Die Gegend gefällt mir echt besser als Temerien. Velen, Novigrad. Sind zwar auch schön, aber nicht so schön. Die Pferde haben Fell. Also, langes Fell. Haare. Ne? Ja, vorhin. Vorhin habe ich da so ein bisschen. Also nicht lange, aber. Ein bisschen habe ich mir die Aussicht da vorhin angeguckt. Oh, meine süßen Pferdchen. Die sehen so ein bisschen aus wie die Wildpferde, die ich mal in so einem Wildpark gesehen habe. Die noch relativ nah an Urzeitpferden dran sein sollten. So eine Pferdeart war das. Komm schon, bitte. Genug Pferde begafft. Und wir machen weiter. Ich könnte eigentlich stundenlang jetzt hier rumstehen. Aber wir wollen ja weiterkommen. Ach du grüne Nonne. Lauf. Lauf. Ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass ich in... Die mir ihn alle mit einem Schlag platt machen. Ich glaube, das läuft hier nicht auf der Insel. Oha, okay, das hier ist jetzt schon wieder was für Frisches. Ich liebe es, dass man hier auf Pferden reiten kann. So, hier ist so eine schöne Hütte. Ja, 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 das wäre was für Frisches. Er mag Seen. Er liebt Wasser. Jo. So, das wäre deine Altersruhestätte. Dann hier ein Haus hinbauen. Kleinen Kredit aufnehmen. Ja, okay, so würde ich dir direkt anfangen. Direkt meinen Basis aufbauen. Ja, stimmt. Müsst ihr auch mal wieder spielen. Habe ich bisher noch nicht so häufig gespielt. Jetzt selber haben die Ertrunkenen hier. Komm jetzt. Ja, mal gucken und einmal speichern. Oh, okay, ja, gut, das geht. Das ist nicht gerade anders. Oh, du, ich find's ganz cool. War eindeutig zu wenig Spielzeit bisher. Aber wär eigentlich auch was für ein Stream, oder? Rein theoretisch könnte man das ja auch mal im Stream spielen. Also, natürlich jetzt noch nicht während ich Witcher spiele, aber... irgendwann. Sofern das Interesse da bestehen würde.
geht mir genauso. Also so ein kleines bisschen Ahnung habe ich mittlerweile, weil ich mich so ein bisschen reingefuchst habe, aber auch noch nicht so, dass ich sagen kann, ah ja, okay, dann mache ich das, das, das und das und ach ja, da ist das und da ist das, sondern es läuft eigentlich eher so, ah okay, ja, so weit bin ich beim letzten Mal gekommen, ja, das weiß ich schon. Ah ja, das kann ich ja jetzt auch schon bauen. So ungefähr läuft das. So immer Schritt für Schritt vortasten mit jedem Speicherpunkt, den ich da den ich neu erstelle. Ich glaube, das längste, was ich tatsächlich mal am Stück gespielt hatte, war 7 Stunden? 8 Stunden? Vielleicht? Oh. Gucken wir euch mal an. Huch, nicht den Bauch. Ja, okay. Aua, 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 aua. Aua. Wenn ihr mich nicht trefft, ist das gut. Ganz ruhig, Pfütze. Aua. Ja, das denke ich mir auch gerade, Gerard. Warte mal. Das war das Falsche. Ich wollte jetzt Mysterium. Komm schon. Oh, ja.